Fabriklevel da unten. Oh Gott, ich freue mich schon auf das eine, wo wir... Konditionstraining, was ist damit gemeint? Auf dem Laufband laufen eine Weile wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Gegen gar keine Gegenstände durch die Tür. Oh Gott. Lieber ist über alles? Alle kleinen, ja. Alles zuerst zu schaffen? Also, erst die Kisten. Erst die kleinen ohne Tür. Die kleinen. Und irgendjemand rennt mal auf dem Fließband rum. Okay. Ja, gut. Keine Türen, erst die kleinen und irgendjemand... Türen, kleinen Fließband. Keine Türen, also wird schwer. Wir dürfen durch die Türen, aber die Dinger dürfen nicht durch die Türen. Ja. Na gut, wir müssen ja durch die Türen. Ja. Ah, das heißt aber auch, dass wir die hier... Ja. Ja. Nicht. Ich darf die ja nicht mal wegnehmen, ne? Nein, dann hör die Finger weg. Okay, keine Kisten durch Türen. Hab ich gut gemacht. Nein, Kerl, hier erst die Kleinen. Achso, ich wollte erstmal alles einfach... Ja, aber dann wird es vielleicht zuvor... Okay, ja, warte, okay. Ich bin zu blöd, es da abzulegen. So, das haben wir schon mal. Ich gehe mal hier rüber. Okay, komm, hier ist eine Kleine. Ja, genau, okay. Hier ist eine Kleine. Du hast da oben bei dir auch eine Kleine liegen, oder? Muss die raus? Bei dir in der Ecke? Ja, wahrscheinlich. Kannst du die auch rausmachen? Ich glaub, ja, ich muss, will nur vorsichtig hier, damit ich keinen Fass durch die Gegend schippe. Ja. Schiebe. Wenn ich dir zu viele hinschmeiß, sag, gell? Dann mach ich ja, dann warte erstmal kurz, weil die. Ja, okay, ich sehe. Wow. Aha, ich verstehe. Ich sehe und verstehe. Okay. Da ist noch eine Kleine. Die Tetris-Kisten, ey. Ja, die Tetris-Kisten sind witzig. Aber wir müssen ja eh erstmal nur alle kleinen, das ist ja nicht so schlimm. Kannst du bitte? Ganz ehrlich, ey. Mach's nicht kaputt. Ansonsten spring einfach mit der Kiste runter. Ist doch nicht schlimm. Du spawnst da wieder oben. Das will natürlich auch. Ich glaube nicht, was du als ausgeliefert zählst dann. Nee. Haben wir noch kleine Kisten, Kashi? Warte. Ja, da hinten ist eine. Ja, ja, es sind zwei noch. Zwei sogar. Komm mal hoch. Da. Das müsste klein geworden sein. Stand da kleine Sachen oder Kisten? Kleine Kisten. Okay. Kleine Kisten, ja. Okay. Wir haben eine Flugbahn, das ist. Ja, ne? Man muss immer erst stehen bleiben. Dann loslassen. Komm mit meine Arme! Plop. Die Sachen sind gerade alle gehen in den Weg schief. Okay. So, jetzt kann der Rest raus, ja? Yes! Sehr perfekt! Gut. Ja. Okay, Con, schmeiß einfach runter. Viel Spaß. Ich wollte sagen, du kannst einfach, weil wenn, dann schieben die sich gegenseitig weg. Aber ich glaube, Gold ist hier gut machbar. Wenn wir es vor allem mit dieser Aufteilung jetzt so machen, dass jeder so seinen Platz hat. Ja. Zerquetscht. Bye!
Sehr gut. Das war doch einfach. Das war ein sehr angenehmes Level, finde ich. Ja. Generell mache ich diese spannende Level mit einem geheimnisvollen Kunden. So, jetzt geht es nur noch um die Zeit, ja, ne? Ja, 3 Minuten. Ah, das ist gut. Also, Die kleinen Sachen nehmen wir aber durch die Tür. Das geht schneller als weil... Ja, natürlich. Ja, klar. Jetzt, ne? ja, klar. Sie mussten teilweise einen großen Weg gehen. Also die Sessel vielleicht nicht, weil die so breit sind. Ich glaube, die würde ich mir die Kippbänder machen, die Sessel. Ja. Aber die Kisten, die kleinen, würde ich nicht machen. Ja, genau. Aber die auf jeden Fall. Aber es war generell gut, dass du von hinten raus ausräumst und ich du bleibst da stehen, wo du bist. Ja, wobei ich kann versuchen, aus dem Raum dann die kleinen Kisten herauszutragen. Okay. Aber ich glaube mehr nicht. Weil ich glaube, ansonsten musst du halt das ganze Zeug dann hier runterschmeißen, was da kommt. Ja. Ging die so ab? Keine Ahnung. So. Ich habe die Tür einfach kaputt gemacht, das ist okay. Ja, wir brauchen die Tür. Schneller, wenn man hüpft. Ich habe das Gefühl, es geht bei diesen Doppelteilen schneller, wenn man hüpft. Okay, ich habe hier nichts mehr. Ich bin schon spielen genug beschäftigt, brauche nicht drüber laufen. So, Fabani? Ja. Ich hüpfe mit dem Sofa. Woo! Da schwitzt der Kaktus, ey. Ach, komm schon. Komm schon, Sofa. Ach, hallo. Ich will den anderen Kram von ganz hinten, Kirschi. Ach, das ist bei mir drüben, Sofa. Ja, da komme ich nicht hin. Hab ich nicht gesehen. Tisch. Hüpfe. Hüpf. Okay. Tisch noch. Wenn die rüberkommen. Ja, komm. Rück mal eine Kiste da oben mit. Halt in der Ecke. Nee, wir haben einen Tisch. Scheiße, Mann. Aber eins fehlt noch. Die Kiste. Das ist die Kiste. Achso. Ah, Mais. Hat mich gezählt. Ja, so weit fliegt die ja nicht. Ist doch egal, dann nehme ich sie. So gehört bist. Easy. Sehr gut. Ich bin ein Profi-Packer. Boah, also, aber das finde ich schwer. Ja, wobei. 2,32. Ja, das geht eigentlich. Entschuldigung. Wir müssen uns, glaube ich, die Doppelteile wirklich zu zweit machen, ja. Und nicht alleine ziehen. Und dann geht das. Ja, wenn die Doppelteile bis zuletzt liegen lässt, wenn das platzmäßig passt. Weil den Rest kann ich alles alleine ziehen. Die Doppelteile halten mich dann halt auf. Ja, aber wir tun auch die Doppelteile immer alleine. Aufs Fließband draufzerren, was halt auch lange dauert. Okay, verstehe. So. Da haben wir schon Gold, aber uns fehlen die Bonusteile. Guck mal. Das ist doch cool. Ein Fenster, krass, der Couch, ein Sonnenbrand. Ja gut, da wird irgendwo Feuer sein, ne? Benutze die Hebel nur zweimal. Okay, ich würde sagen, wir tun erstmal die Fenster zerschlagen und die Couch verbrennen und können währenddessen überlegen, wie man nur zweimal Hebel nutzt. Ja. Na gut, wahrscheinlich muss man gucken, dass man... Man muss nur einmal schafft, aufschließen. Erstmal so, wie es ist, alles wegräumen und dann, ne? Ja. Okay, erstmal keinen Hebel anfassen und gucken, was geht. Und die Couch verbrennen. So, wir können hier nämlich durch die Dinge spielen. Wir können erstmal den Kram hier ausmachen. Ja,
Wir haben nur eine Couch, ne? Ist das diese scheiß Eck-Couch hier wahrscheinlich? Ja, wo ist er? Wo ist denn der Laster? Hier. Ach, da! Okay, sag, was machst du? Ja, der ist, ihr könnt nicht zu zweit durch die Tür. Ich wollte die Tür kaputt machen. Ich hatte gehofft, vielleicht ein Ruck geht das, aber... Ach ja, Fenster verschlagen. Soll ich den Kopierer nehmen? Ich muss nur an die schmale Seite, das war das Problem. Ich glaube, dann brauchen wir noch nicht mal überhaupt irgendwie Hebel, kann das sein? Und bisher nicht. Ja, wobei doch. Für die Kisten unten werden wir es brauchen. Ja, aber machen wir erstmal alles ohne. Alles, was geht. Ich weiß auch gar nicht, wo das Feuer war, um die Couch zu zerbrennen. Zerbrennen vor allem. Verbrennen. Hast du auch Feuer? Nee, irgendwie muss man... Also Couch Sonnenbrand klang jetzt wie... Welche verbrennen. Die da. Ja, ist die Frage, welche von beiden. Kann man das hier werfen? Dann brauchen wir nämlich hier das Tor nicht aufmachen. Zu zweit vielleicht. Ja, versuch mal. Dass wir das aus dem Fenster werfen. Nee, jetzt sind wir nicht... Yes. Ja, okay. Dann kann man sich nämlich das Tor da vielleicht sparen. Hier oben ist auch noch eine Couch. Warum sind das drei? Okay, drei Stück. Ich weiß nicht, welches davon man verbrennen muss. Wir müssen hier nochmal... Ah, wir müssen da nochmal werfen jetzt, ja. Oh, warte, warte, warte. Okay, jetzt geht's gleich besser. Aha. Steck fest. Sollen wir die Couch erstmal stehen lassen, bis wir wissen, wo die... Da oben ist auch noch eine Couch, ne? Ja, ist auch noch eine blaue Couch. Und wo brennen die? Dann würde ich die zu... warte mal. Fallen? Achso, oh. Wo war denn das Feuer? Ich glaube, hier gab es kein Feuer, kann das sein? Ein Sonnenbrand auch, also... Oder es gab nur... ein Hebel hat Dingsbums gemacht. Feuer gemacht, ja. Aber gut, tun wir erstmal aus, liefern und machen das dann später. Ja gut, hier oben brauche ich Hilfe. Ja, ich komme. Können wir aus dem Fenster werfen. Ich hoffe nur, dass es dann nicht auf dem Hebel, oder? Also, macht nichts. Hier auch, oder? Ja. Okay. Oh, come on! Okay, wir müssen ja nur irgendeine Couch nehmen. Ich weiß es nicht. Aber egal, ich würde jetzt, bevor wir hier jetzt 50.000 Hebel drücken, wir haben nämlich dieses Zwei-Hebel-Ding jetzt gemacht. Weißt du? Dass wir das hinkriegen, die Runde. Und dann spielen wir halt nochmal. Wir haben gar keinen Hebel gedrückt, oder? Ja, aber einen müssen wir drücken, um... Welchen denn? Ach, den bei dem Sofa? Den da unten. Nee, den beim Sofa. Den hier? Ja, weil... Dann drück ich den Warte, nein. Okay. Heißt, dass man erst das Sofa da rausholen, bevor man den Knopf drückt, aber ja... Aber wir dürfen jetzt zweimal drücken, von der Warte kannst du ihn... Ach, guck mal, hier ist eine Sonnenterrasse! Ah, dann muss das Sofa dahin. Ja, dann muss man das da rausbringen, deswegen. Okay. Das kriegt man doch gar nicht da raus. Warte, ich helfe einfach mal ein bisschen. Scheiße, oder? Das L. Das kriegt man nicht hier raus, aber wenn das vorne raus... Einmal Hebel ist noch erlaubt, aber wildweise. Gut, dann einmal raus, also ganz raus. Und jetzt? Ja, ich muss doch das andere Sofa hier raus. Nee, wir müssen es drehen. Können wir eben wieder in den Raum zurück und es drehen, damit es mit der langen Seite zuerst... Ich glaube, schon wieder falsch hier. Wenn das geht. Eckkon. Guck mal, dann so. Ja. What the fuck?
Einmal reinhalten reicht. Oh, wir müssen den Schalter hier drücken. Durch. Mit dem Sofa, ne? Kriegt man das nicht hochkant? Nope. Sicher. Kann's probieren. Aber dann geht's doch gar nicht mit dem. Ja. Ach shit, das geht dann wieder runter. Nee, aber wir kommen da nicht durch, ne? Wir müssen den Schalter benutzen dafür. Ja. Das heißt, den einen Schalter müssen wir benutzen. Ja, wir müssen das Sofa erst hier rausholen. Da muss man einmal hier drücken, um die Kisten unten zu holen. Und muss einmal hier drücken, um das Ding zu holen. Aber Con hat ja gedrückt, bevor der Raum leer war. Bipper. Ja, da hatte ich nicht dran gedacht. Okay, egal. Machen wir trotzdem jetzt fertig, dass wir die anderen Achievements zumindest behalten. Also Sofa... Warte, hier runter erstmal. Wir müssen erst hier rein. Oh, müssen drehen. Muss es eh bei einmal nur unten. Ist nicht gedreht! Oder wir tragen es hinten rum. Das wäre zu einfach. Oh, das ist so eine blöde Form. Wer kauft sich sowas? Warum tragen wir es nicht vorne raus? Und hier raus? Weiß nicht, übers. Okay. Ja, eigentlich hätten wir es jetzt auch hier raus. Ja, übers Fenster, ja, das meine ich. Nee, nicht übers Fenster. Du kannst nicht übers Fenster. Nee, nicht übers Fenster. Ich weiß nicht. Ah, wir haben es gleich uns verkackt. Oh Gott, wir haben keine Zeit mehr. Ja. Tu mal den. Okay. Ja, so war das nicht gemeint. Und auf einmal alle Maus raus. Ja, schnell. Hey, Kashi! Wo hängt ja, das denn? Passiert so, nicht. Jetzt! Also. Zieh! Oh mein Gott. Nee. Kriegen wir trotzdem die Achievements, die wir hatten zumindest? Ich glaube. Ich hoffe. Ich denke. Also, die Fenster haben wir ja schon. Die Hebel haben wir verkackt. Der Sonnenbrand ist ja auch schon. Okay. Du hast die Hebel nur zweimal. Also, jetzt erstmal alles rausräumen, was geht. Keiner fasst die Hebel an. Bis zum Schluss. Ja, oh, kann er wieder gedrückt. Von jedes Mal, wenn du das sagst, denke ich, habe ich unterbewusst, weil ich ungeduldig war, A gemasht, aber ich glaube nicht. Er guckt immer erstmal so, als wäre das gar nicht stimmen und dann gibt das so. Nee, ich überlege dann, war so. Oh ja, dabei. So. Gut. Wir werden immer werden. Fenster auf. Sollen wir die nervigen Zweierteile machen? Können wir machen. Fangen wir mit dem Schlimmsten hier an. Okay. Ob ich, wenn ich irgendwo drauf bin. Ach, du dich über die Wand glitschen kannst? Ja. Aber. Okay. Parken wir es erstmal da. Das hier? Ja, die kriegen wir jetzt auch schon raus, ne? Ja, ich glaube, wir haben es ein bisschen doof gedreht gerade. Einmal drehen. Das ist nicht. Oh, gut zu wissen. Hm. Ja, wir haben eben mit dem Sofa den Hebel halb umgelegt, was wir so angeknallt sind. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich komplett geht. Nee. Also, ja, wer weiß. Ja. Wie gesagt, ich traue dem Spiel aus. Wir müssen das Ölfass noch holen und aus dem Fenster ja. Schmeißen. Ja, ich könnte. Wie jedes Mal bei Glas. Erschrecke, ja. Weil ich denke, oh nein, wir dürfen ja. Nichts kaputt machen. Richtig, aber das war ein anderes Geisterlevel. Könntest du bitte nicht.
Halt fest, bleib so stehen, wie du bist. Ich bleib einfach. Bleib. Ich drück doch nicht mal irgendwas. Ja, ja, aber trotzdem sollst du einfach nicht mehr loslassen. Okay. No. Jetzt. Ah, wir müssen es nochmal werfen jetzt. Aber jetzt liegt es nicht mehr. Wieso müsst ihr es nochmal werfen? Hier. Wir können oben durch die Tür gehen. Weißt du? Das ist die Tür. Oh, das ist nicht. Okay, gut. Hui! Das ist bescheuert. Ah, oh, wir müssen Cashy helfen da oben. Mhm. Ich kann das auch alleine! Nein, kannst du nicht. Ich könnte das schon. Komm. Couch und dann müssen wir hebeln. Okay. Warte. Ja, Cashy, du darfst den Hebel darfst du jetzt drücken, ja. Damit das da unten aufgeht. Genau, du kannst oben rum zurücklaufen. Oder da unten rum. Wir können es doch einfach mit dem Sofa da oben durch tun. Das müssen wir eh durch. So, das heißt, dann müsste jetzt der hier umgelegt werden, richtig? Warte, bis du da drin bist, wer weiß, was das Ding. Ja, ja, alles gut. Alter. Genau, komm. Ja. Jetzt hat das euch ein bisschen selbst erbaut. Egal. Mal um an der Ecke. Okay. So. Das muss jetzt aber passen. Cardboard. Oh yeah!